So, mein U-Boot-Wert muss jetzt an die Stelle hin. Die passt nicht mehr anders hin gerade. Und ich brauche haufenweise Carbon für die Deep-Sea-Hunter. Da muss ich unbedingt öltechnisch noch ein bisschen aufstocken. Ihr Gespür für logische Entscheidungen lässt mich Ach, auf. Devi ist da begeistert, dass ich eine U-Boot-Werft gebaut habe. Danke. Freut mich. So, der Stahl kommt hier rüber. Ich muss jetzt aber hier noch erstmal Stahl hintransportieren, sonst wird das nichts hier mit der Gedönsproduktion. Dass aber auch irgendwie alles auf einmal so zusammenkommt, ne? Weißt du, erst so ein Tornado zerstört mir die halbe Stadt. Dann kommt Strindberg und zerstört mir meine Handelsrouten. Dann kommt Hector und will 10.000 von mir. Jetzt kommt, ja, irgendwie schon. Jetzt kommt diese Quest, wo die Leute auswandern. Ich gar keine Einwohner mehr richtig in den Häusern hab. Energieknappheit. Ja, wie gesagt, du musst dich nur melden, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich weiß. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, saurer Boden ist mir doch schnurzwurscht jetzt. Ich bin bei minus 56, die sollen nicht rumheulen. Auf der anderen Insel habe ich minus 300. So, du bekommst jetzt mal 40 Tonnen Stahl hier. Also die Produktionsinsel da braucht ein bisschen Stahl. Da muss ich hier schon wieder erweitern. Wunderbar. Freue ich mich immer, wenn ich erweitern darf. Yay, erweitern. Yay. Ach na, klasse, jetzt fehlt es an... Oh, hier fehlt es auch wieder an allem irgendwie. Ist mein Kommandoschiff schon da? Nö, aber das U-Boot. Bauzeilen, Werkzeug und Beton. An allem fehlt es hier. So, mit dem restlichen Carbon kann ich jetzt mal die Jungs von Forscher hier aufsteigen lassen. Nehmen wir so ein paar davon. Genau zwei. Ich hasse Carbonproduktionen. Ich hasse Strindberg. Okay, das ist natürlich ein Argument. Okay, ich bräuchte jetzt wirklich mal irgendwie 2500 nochmal. Tut mir leid, aber... Warte. Was willst du? Kein Problem. Sonst komme ich hier nicht um. Ich bin momentan relativ gut betucht, also goldtechnisch. Okay, danke. Solange du nicht gerade 20.000 von mir willst, weil die habe ich gerade nicht mehr. Ja, tut mir leid. Aber... Nee, ich habe noch 17.000, also da ist noch Luft. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Genau, Baumaterial verladen. Was brauche ich denn hier für die Ölbohrinsel? Ich habe erweiterte Bauoptionen. Wow. Oh. Ach ja, ich habe Forscher, deshalb. Also... Ja, doch, Forscher. Das erste ist ja Laboranten. Unterwassergebäude, Ölplattform. Was brauchen wir denn da? Ach, nur Werkzeug. Okay. Akzeptiert. So, das U-Boot ist auch da mit den Baumaterialien. Du fährst gleich wieder zurück. Ach, ich bin ja schon lange bei Trenchcoat oben, mal schnell verkaufen, bevor der abhaut. Die Firma dankt. Hat noch geklappt. Zeug, aber immer noch top. Oh yeah, jetzt habe ich 32.000 durch den Verkauf erlangt. Und jetzt haut Trenchcoat genau jetzt ab. Glück gehabt. Jetzt habe ich noch verdammt Glück gehabt, ja. Ich habe nämlich schon wieder fast ganz vergessen, dass der da ist. Er war gerade beleidigt zu mir, weil ich nicht mit ihm gehandelt habe. Zeit totschlagen kann ich auch woanders und... Jetzt kann er rumheulen. Kann es sein, dass die Kolossus dadurch gerade ein bisschen nerven? Ja, tun die, ne? Was tun Kolossus? Kolossus, was auch immer. Naja, weil ich kann ja auch keine richtige Handelsroute jetzt aufbauen, wenn sie meinen Hafen da belagern. Beleidigen. Du kannst ja mal ich weiß nicht, du kannst da keine... Kannst du U-Boote bauen? Da hast du wahrscheinlich kein Carbon für, oder? Ne, meine U-Boot-Werft haben die zerstört. Die Aufgabe mag unbekannt erscheinen, aber sie ist ein wichtiges Steinchen. Ich muss eine Waffenlieferung dann... Ach du Scheiße. Ich nehme ein U-Boot für die Waffenlieferung. Ach, da ist Hiroibashi. Genau, da unten. So, und ab jetzt bin ich zahlungsunfähig. Ich habe jetzt Minus. Bilanztechnisch Minus, oder wie? Nein. Ja, die habe ich ja schon seit einer halben Stunde. Ich meine jetzt vermögenstechnisch. Ach so, na das ist nicht so toll, oder?
Ja, es ist ein bisschen suboptimal. Weil ich kann mich ja jetzt gar nicht mehr über Wasser halten, ich kann nichts bauen. Und alles, was er jetzt zerstört, ist irgendwie weg, ne? So. Wie schaut's denn marinetechnisch beim Strindberg aus? Der hat mir eindeutig ein paar zu viele Kolossos hier. Kolossos. Oder was hat denn der marinetechnisch eigentlich? Nicht viel noch mehr, oder? Nee, hat er nicht. Nur das, was er hat, setzt er halt gut ein. Ja, das ist ja das. Ich würde ihm den Krieg erklären eigentlich, aber ich habe... Was macht denn das Okeanos da? Ach so. Ich würde gerne vorher noch ein paar U-Boote bauen, aber das geht nicht mit so wenig Carbon. Wo sind meine Kolossus jetzt hin? Ach, da steht sie. Wo sind denn seine Schiffe momentan? Also bei dir oben, oder? Also ein U-Boot fährt hier die ganze Zeit immer rum. Eine Viper ist gerade bei mir und dann stehen da ja zwei diese Kolossus. Wollen wir mal den Zwei-Fronten-Krieg eröffnen? Damit würdest du mir helfen, ja? Gut, dich zu sehen! Wo ist denn das Strindberg? Nur zu, ich warte schon lange auf eine Gelegenheit. Wir haben jetzt Krieg. Sehr gut. Ich schick mal meine Kolossus-Sauce zu dir rauf. Ja, ich glaube, er kommt auch gerade jetzt in deine Richtung. Er schickt. Okay, dann lasse ich sie in meinem Hafen. Oder schick sie mal hier rauf. Nee, der kommt, fährt ganz woanders hin jetzt. Ich kann ihn höchstens mal jetzt mit den Kolossossossen ein bisschen nerven. Mit den Kolossossossen? Ja, mit denen könnte ich ihn jetzt nerven. Sie dürfen mit niemandem über diesen Auftrag sprechen. Okay, ich soll irgendwelche Lieferungen irgendwo hinbringen. Wo denn hin? Ach, da hinten. Mit einem U-Boot ist das Gott sei Dank relativ einfach. So, hier, Kolossos-Sauce haben nichts gegen Flugeinheiten, gell? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das ist jetzt schlecht, weil da fliegt nämlich gerade so ein Hawk-Dingens von Strindberg bei mir rum. Aber eine Viper können gegen Flugeinheiten und Kommandoschiffe. Ja, ich habe leider keine Viper und keine Kommandoschiffe, das ist gerade mein Problem. Doof. Weil der so viele Dingens hat. Dingenskirchen. Ich bräuchte mehr Eisen und mehr Munition. Ich habe eigentlich nur militärtechnisch die drei Kolosso-Sauce. Hast du noch irgendwas Nerviges im Hafen? Gerade nicht, oder? Nee. Wo hat er denn die? Da oben stehen die drei Kolossos-Sauce. Ich weiß allerdings nicht. Ja, stimmt, er hat sie zurückgerufen. Die Folgen können wir noch gar nicht absehen. Da kann ich mich aber jetzt auch nicht reinwagen, weil sonst gibt es eine Schlacht, die keiner gewinnt. Drei Kolossus gegen drei andere Kolossus. Süße. Aber ich glaube, der kommt so gerade sowieso wieder zu mir. Oder zu dir. Oder er patrouilliert da. Also die Kolossus warten auf jeden Fall unter deiner Insel gerade. Die warten auf Befehle. Und ich sehe, die Viper möchte sich gerade an mein U-Boot ranwerfen. Ranmachen. Na? Was nicht so toll ist. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Verdammt. Ach, die Quest ist beendet, seltsamerweise. Warnung. Na, ganz toll. Fahrzeug unter Beschuss. Okay, ich glaube, ich verliere jetzt mein U-Boot. Alarm. Registriere Angriff. Und ich muss mal mit meinen Kolossus hier aus dem Weg gehen, weil sonst kommt der mit seinen zwei Kolossus da an. Oh, der kommt sowieso. Na, ganz toll. Angriff! Ich hoffe, die dritte kommt nicht dazu, weil sonst... Doch, die kommt natürlich dazu. Bist du denn? Wo ist denn der... Unter dir. Kampf. Noch da. Und jetzt kommen auch noch Flugeinheiten. Ja, wunderbar. Nee, die greifen dich nicht an. Trimaran fertig. Das ist nicht so schlecht. Oh, mein Trimaran ist weg. Na, toll. Und dein Frachtschiff fährt da mitten durch. Ja, das Frachtschiff ist mir gar egal. Ich bin mehr mit den drei riesen Schlachtschiffen da beschäftigt, glaube ich. Aber den einen... Warum? Den einen hast du ja schon. Der greift mich nicht an. Er will nicht. Ja, der will sich vernichten lassen scheinbar. Suizidgefährdet. Glaube ich auch. Vielleicht ist er überfordert mit zwei Fronten. Das wäre natürlich nice. Oh mein Gott, zwei Fronten! Nein! Jetzt greife ich niemanden mehr an, jetzt bin ich beleidigt.
Ich lass mich jetzt vernichten. Oder wie die Oberbayern so schön sagen, ich mag jetzt nimmer. Ja, oder so. So. Das zweite Kolossus-Turm wäre weg. Jetzt kommt, folgt noch der dritte. Die dritte, das dritte. Dem dritte. Ja. Von des vierten. Okay, ich sollte mich von dem U-Boot fernhalten, nicht, dass der das noch angreift. Und da kommt eine Viper von ihm, die jetzt meinen Kolossus angreift. Und da kommt noch eine Kolossus. Hey, fette Beute für meine drei Schiffe. Nice, nice, nice. Nur jetzt wehrt er sich. Jedenfalls die Kolossus oben und die Viper wehren sich, aber die haben da, glaube ich, nicht viel mitzureden in dem Spiel. Hast du zufällig U-Boot-Verteidigung? Ich werde gerade von einem U-Boot angegriffen. U-Boot-Verteidigung. Wie soll ich die denn haben? Ne Viper zufällig? Puh. Du, ich habe bis auf ein Handelsschiff, das ich irgendwo... Ich muss mich zurückziehen, weil gegen Flugeinheiten habe ich nichts. Ich hoffe, die schaffen es noch. Weg. Also ich habe gar kein Schiff. Die würden meine Kolossus jetzt vernichten und das möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren gerade. Ich kann mir keine neue leisten. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Aber ich sehe, die sind ganz gut dabei im, im Flüchten. Und ich habe ja immerhin drei Kolossus von ihnen vernichtet. Auf eines ihrer Fahrzeuge. Alter, jetzt nervt mich da Eve mit der Gefechtswarnung. Ja, die nervt echt richtig. Ja, vor allem, weil die alle 5 Minuten, alle 5 Sekunden das wiederholt. Ich wollte ja noch eine Weinproduktion aufbauen, gell? Da war ja was. Gell? Gell? Gell sagt man bei uns eigentlich gar nicht. Nee, jetzt auf einmal doch nicht, oder was? Nee, nicht mit E, mit A. Geil. Genau. Oh mein Gott, ey. Das Gell ist mehr... Naja, ich weiß nicht, was das für ein Dialekt ist. Auf jeden Fall nicht direkt ein bayerischer. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Oh, meine Hafenbehörde wird von der Viper angegriffen. Willst du mich verarschen oder so? Ich habe eine Kolossus hinter dir, Mann. Aber der ist im Arsch. Der Kolossus? Ja, greif mal die Viper an mit dem Kolossus, weil sonst hast du ein Problem. Hab ich. Hab ich schon geschickt, dass die angreift. Ach so, ja. Aber ich glaube, die könnte ich verlieren. Aber meine anderen zwei Kolossus kommen ja auch. Nee, die verlierst du nicht. Ja, jetzt sind die anderen zwei Kolossus da. Jetzt hat sie Verstärkung. Ich hasse es, gegen sie zu verlieren. Ha, Thor Strindberg ist in einem Kampf gegen sie unterlegen. Du hast schon drei Kolossus gegen mich verloren, mein Freund. Was willst du überhaupt? Er hat sie verlieren lassen. Ja, klar. Ja, stimmt eigentlich, der hat sich auch nicht gewehrt. Oh, oh. Brandmeldung ist jetzt nicht so toll. Kommt jetzt ein bisschen ungünstig. Nämlich schon. Oh, aber ich kann einfach ein Ding bauen. Meine Bilanz fängt ja momentan einiges auf. Ich bräuchte nur Eisen. Dann könnte ich Vipern bauen. Feuergefahr eliminiert. Okay, in Astarung gibt es keine Brandherde mehr. Das ist nicht so schlecht. Kann ich hier irgendwo noch Eisen abbauen? Hier habe ich doch bestimmt irgendwo Eisen. Nö, war klar. Aber hier kann ich doch bestimmt noch ein paar Eisenminen gründen, oder? Bestimmt. Bestimmt, ja. Ich muss jetzt erstmal die Champagnerproduktion hier auf die Reihe bringen. Brauche ich erstmal noch 2 Zuckerfelder mindestens für. Ich bräuchte in den nächsten 4 Minuten 10.000, 8.000. Tut mir leid, aber... Reizen Sie mich nicht. Weil sonst tut mir Hector mit dem Krieg und dann bin ich verloren. Na gut. Bitte. Okay, danke. Ich hatte gerade 40.000, also momentan geht es mir relativ gut. Okay. Ja, bei mir geht es auch gerade steil bergauf. Ich habe jetzt plus 1.100. Also, ich bin jetzt bald nicht mehr abhängig. Ja, was heißt abhängig? Ist ja eigentlich nur gegenseitiges Unterstützen. Die Kolossus haben einiges, glaube ich, rausgerissen bei dir oben, oder? Ja, schon, aber ich fand, das war schon fast Abhängigkeit, aber naja. Naja, was heißt Abhängigkeit? Abhängigkeit heißt so viel wie Abhängigkeit. Ach so. Oh mein Gott. Seems legit. Jetzt ergibt mein Leben einen Sinn. Also wenn du nach so einem Sinn des Lebens suchst, habe ich hier Kohleüberschuss?